Peace Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. Und ja Leute, heute reagieren wir auf jeden Fall auf Cymex. Und ich habe schon das letzte Video von denen gesehen. Der hat so Fake-Video gemacht, so Corona. So eine Junge hat den so geprankt. Und die hat er dann jetzt, keine Ahnung. Also ich gehe auf seinen Kanal und ich sehe einfach nicht dieses Video. Ich weiß nicht, wo das ist. Vielleicht hat er das gelöscht oder keine Ahnung was oder ich weiß nicht. Aber ich habe das schon gesehen und jetzt hat er Statement gemacht. Und ja Leute, ich habe das auch gesehen, aber jetzt reagiere ich nur für dieses Video. Let's go. Ich habe gestern den größten Fehler meines Lebens gemacht und während ich diesen Fehler gemacht habe, ist es mir gar nicht aufgefallen, was ich da überhaupt gerade mache. Und bevor ich überhaupt über dieses gesamte Video, was ich gestern hochgeladen habe, was ich wirklich komplett bereue, rede, wollte ich mich erstmal bei meiner gesamten Community und bei jedem einzelnen Menschen, der sich dieses Video überhaupt anschauen musste. Ihr müsst euch vorstellen, die Sache ist, ich mache schon seit über einem Jahr Unterhaltungsvideos. Was sind Unterhaltungsvideos? Leute spielen quasi, es ist wie GTA Roleplay, nur in Fortnite und etwas überspitzter und manche nennen es auch Fake-Videos, müsst ihr euch vorstellen. Digga, als ob Unterhaltungsvideos fake ist, Digga. Also wie ich Unterhaltungsvideos kenne, das gibt, also das ist nur zum Unterhalten. Also es heißt nicht fake. Also wenn er Unterhaltungsvideos gemacht hätte und dann der musste entweder in Titel schreiben, dass das fake ist oder in Beschreibung. Der hat das nicht gemacht. Nach diesem ganzen Hate hat er das geändert, er hat seinen Titel geändert, seine Beschreibung, dass es fake ist, dass das ein Prank war. Vorher stand das nicht im Titel und in Beschreibung auch nicht. Das ist so ein Dreck und er gibt jetzt nicht mal zu, dass er das gefaked hat. Der sagt, Unterhaltungsvideos ist fake. Was ist denn mit dir falsch? Stellen. Und genau so ein Video habe ich über das Corona-Thema gemacht, nur komplett halt überspitzt, komplett cringe und einfach ohne Rücksicht auf andere zu nehmen, komplett über... Ja, Digga, über Corona macht man keinen Spaß. Diese Corona kennt ganze Welt und, Digga, du machst kleine Kinder Angst, du machst ganze Welt Angst, Digga. Das ist einfach... Über das macht man echt keinen Spaß. Also, no hate, aber das muss halt sein. Übertrieben und ich... Hab mir halt gedacht, so, die Leute werden das checken, die Leute wissen, dass deine Videos zur Unterhaltung dienen. So war es auch, weil mein Video... Digga, der sagt wieder, Unterhaltung ist... Digga, Unterhaltung-Videos ist nicht Fake-Videos. Deine Videos sehen auch kleine Kinder, so 10-Jährige oder 12-Jährige, und die wissen nicht, was Corona ist. Und die liken das einfach und... Nach ein paar Stunden war direkt Platz 1 in den Trends, hatte 23.000 Likes zu 1.000 Dislikes. Wenn ihr nicht glaubt, YVD hat eine Story gemacht, hier kann man es nochmal sehen, ich hoffe, das fokussiert jetzt, hier 23.000 Likes zu 1.000 Dislikes. Zu dem Zeitpunkt hat das Video so gut wie gar keinen Hate bekommen, müsst ihr euch vorstellen. Dann kamen aber ein paar Stories von YouTubern, dann hatte das Video ihre 3.000 bis 5.000 Dislikes, glaube ich, und 25.000 Likes. Dann kam noch das Reaction-Video von... Digga, diese Likes am Anfang waren doch vielleicht so kleine Kinder so. Die wussten gar nicht, wie was Corona ist und die haben das einfach so geliked. Dazu. Und ich will damit nicht sagen, dass diese Dislikes nur kommen, weil die großen YouTuber darauf reagiert haben. Ich finde es sogar gut, dass die großen YouTuber darauf reagiert haben. Zum Beispiel auch ein Monta hat eine Story gemacht und jetzt hat das Video mittlerweile 50.000 Dislikes. Und falls ihr euch fragt, wieso nimmst du das Video eigentlich nicht runter? Standardskill meinte auch zu mir, nimm das Video runter, aber dann wäre ich erstens kritikunfähig, würde nicht zu meinen Fehlern stehen und würde einfach versuchen... Digga, was labert der da, Digga? Was für kritikunfähig, Digga? Der kann doch einfach diese Video runternehmen. Dann ist gut, Digga, was ist das, Alter? Der hat das noch nicht verstanden. Der gibt einfach nicht zu. Nein, nein, für den ist Klicks sehr, sehr wichtig. Irgendetwas zu vertuschen. Und für die Leute, die sagen, du bist geldgeil, deswegen lass du das Video drin. Schaut mal, das Video ist einfach komplett gelb. Also ich habe nicht mal einen Cent mit diesem Video verdient. Schaut mal, warte, fokussier doch bitte. Hier, seht ihr das? Seht ihr das hier? Warte. Auch wenn Video gelb ist, dann verdient man Geld. Also das heißt nicht, wenn euer Video gelb ist und man kriegt 0 Cent. Sieht man das hier? Hier ist ein gelbes Zeichen. Das Video ist gelb. Also ich habe mit dem Video fast gar nichts verdient. Also der... Jetzt hat er gesagt, fast gar nicht. Der hat vor 10 Sekunden gesagt, ich habe 0 Cent verdient. Jetzt sagt er, ich habe fast gar nichts verdient. Fast.
Digga, wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Der Punkt, dass ich geldgeil bin und deswegen das Video drin gelassen habe, stimmt schon mal gar nicht. Also meine Unterhaltungsvideos sind meistens gelb und deswegen kann man das jetzt nicht behaupten. Was man aber behaupten kann, da stehe ich auch komplett dahinter. Ich wusste ganz genau, dass wenn ich so ein Video hochladen werde, es wird Platz 1 in die Trends kommen, es wird viel aufmerksam. Für den ist nur Klicks wichtig, nur Platz 1. Leute haben Angst vor Corona und den juckt einfach nicht Corona. Den juckt nur Klicks und Likes. Aufmerksamkeit ziehen, was ich aber nicht gedacht hätte, dass große YouTuber, teilweise Vorbilder von mir, darauf reagieren werden, sich von mir abwenden werden, teilweise meine Mutter beleidigen werden. Das wollte ich auch nochmal klarstellen. Ey, bitte beleidigt mich, okay? Ich hab's verdient, beleidigt zu werden, aber... Ja, du hast das verdient, aber warum sagst du das? Vielleicht waren das so kleine Kinder, die geschrieben haben, so... Ja, deine Mutter so und so, aber warum musst du das sagen, Digga? Du gehst gerade auf Mutter. Die sind doch so dumme Kinder und die schreiben irgendwas. Du musst doch nicht darauf reagieren. Aber geht bitte nicht auf Mutter. Geht bitte nicht auf Mutter. Was ich im Großen und Ganzen damit sagen will, dass ich diese Videos, also es haben auch andere YouTuber vor mir diese Videos hochgeladen, deren Namen ich nicht nennen werde. Deren Videos haben auch übel viele Klicks gezogen, ich habe das gesehen und ich bin so ein Mensch, ich mache gerne unterhaltsame Videos, beziehungsweise die zur Unterhaltung dienen, in Klammern, wie ihr es gerne betitelt, Fake sind. Und das gefällt auch meinen Abonnenten, das muss nicht jedermann gefallen, aber meine Abonnenten unterhält es, die Klicks stimmen auch, so deswegen finde ich nichts Verwerfliches dran, aber dieses Video ist so... Also aus meiner Meinung nach ist nicht nur dieses Video verwerflich, die du gemacht hast, also fast alle deine Videos sind einfach verwerflich, alles Fake und Müll einfach, Müll, sorry, aber... Aus meiner Meinung ist es fast dein ganze Videos einfach nur Müll. 1 Million% verwerflich und da ich davor schon eh mal in der Kritik stand, finde ich das auch völlig zu Recht, dass jetzt jeder seinen Senf dazu gibt. Und ich sag euch auch ehrlich, irgendwo habe ich diesen Hate auch verdient. Ich habe mich im Spiegel gestern Abend angeschaut und dachte mir so, Bruder, wie weit ist es denn gekommen, dass du über einen tödlichen Virus so ein Video machen musst? Wie Also der hat diese Video erst hochgeladen und der hatte dann so viele Likes und wenige Dislikes. Und da hat er kein Statement gemacht und hat er gesagt so, ja, sorry, ich habe so Corona gemacht und so. Und jetzt auf einmal, viele haten den und jetzt sagt er auf einmal, weil der will nicht Zuschauer verlieren, der will nicht seine Abos verlieren, jetzt sagt er das. Er könnte doch auch vorher sagen, wie niemand den gehatet hat. Aber die hat es nicht gesagt. Den juckt nur Klicks. So, das hast du doch gar nicht nötig. Du kannst ganz normale Fortnite-Challenges hochladen, die machen dieselbe Anzahl an Klicks. So, sei einfach dankbar. So, ich dachte mir so, wieso schmeißt du alles weg so? Wieso machst du so etwas für ein Video, was viel Reichweite bekommen kann, beziehungsweise wo du weißt, dass viel Reichweite bekommen wird, wenn deine normalen Videos auch immer mindestens 200, 300.000 Klicks bekommen? Bei so einer Abonnentenzahl, das ist einfach nur geisteskrank. Dahingehend, ich wollte mich noch bei meiner... Jetzt bedankt er auch bei seinen Abonnenten, Digga. Den juckt nur Abonnenten. Der hat jetzt Angst, dass er seinen Abonnenten verliert. Alter. Der Community... Entschuldigen, wirklich, es tut mir so leid, dass ich so etwas hochgeladen habe. Und wisst ihr, dann ist meine Community auch noch so korrekt und steht hinter mir, liked das Video, hatet mich nicht mal. Ja, Digga, ich hab doch gesagt, 10-Jährige oder kleine Kinder haben deine Videos geliked. Ich weiß, die waren nur kleine Kinder. Keiner würde diese Video liken, weil, Digga, du hast über ein tödliches Virus ein Video gemacht. Für so ein Video, aber ich find's, wie gesagt, es war, das, ich will gar nicht, dass meine Community zu irgendwelchen anderen YouTubern geht und jetzt sagt, ey, wie kannst du ihn haten? Diese Hate-Videos, beziehungsweise diese Videos, die mein Video in Kritik genommen haben, waren einfach zu Recht. Ich gestehe meinen Fehler ein. Ich kann jetzt auch nicht viel mehr machen, als mich einfach bei euch entschuldigen. Ich finde es sogar gut, dass die YouTuber gehandelt haben und etwas gesagt hätten, weil diese Entschuldigung reicht einfach nicht. Nimm diese Video runter oder wenn du nicht runternimmst, dann, Digga, dir kann man nicht mehr helfen.
Weil was wäre als nächstes gekommen? Ich denke gar nicht dran, dass ich junge Zuschauer habe, die vielleicht auch diese Krankheit bekommen könnten und dann wegen so einem Video dann richtig Angst haben. Natürlich, es war irgendwo ein Prank von ihm an mich, aber ich hätte das... Was? Der sagt Prank an mich. Der gibt nicht mal auf, Digga. Für was machst du dieses Statement, Digga? Du gibst nicht mal auf, dass das geplant war, Digga. Gib doch einfach zu, dass ihr geplant habt, Digga. Jetzt lügt er auch, der sagt, ja, der hat mich geprankt, ich wusste das gar nicht. Und der sagt, also wenn das ein Prank war, das war dann kein Fake-Video. Das war echt. Aber guck, jetzt sagt er, der hat vorher gesagt, das war Fake. Das war Fake-Video. Warum soll das Fake-Video sein, wenn du nicht wusstest und der dich geprankt hat? Also ist das alles Lüge, Digga. Das Video, es war meine Verantwortung. Ich bin meiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Ich hätte das Video von Anfang an gar nicht hochladen sollen. Es war einfach mein Fehler. Und wie gesagt, ich kann mich einfach nicht. So eine Entschuldigung reicht nicht mal so. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen werde. Sei ich euch ganz offen und ehrlich. Und die Sache ist halt, wäre gestern Abend mein Bruder nicht bei mir gewesen, also halt Natives, wäre der Bruder nicht da gewesen. Mein Kopf, ich sag euch ehrlich, ich komme damit gar nicht klar. Natürlich, ich bin so ein Mensch. Bei diesen Unterhaltungsvideos steht man eh schon genug in der Kritik. So. Aber diese Art von Videos gefällt mir. Natürlich kann mein Humor und meine Art auch so ausleben, aber diese Unterhaltungsvideos, wisst ihr, da kann man so richtig einfach auf die Kacke hauen und richtig übertreiben, wisst ihr, wie ich meine? Ja, du hast auch richtig übertrieben mit einem tödlichen Virus. Meine, so, und die Videos, so, die kommen einfach gut bei euch an. Und ich dachte mir so, ich wollte einfach eine gute Message damit vermitteln. Ich habe sogar darüber geredet, wie wertvoll und wie kostbar unsere Lebenszeit ist, dass man die Zeit mit seiner Familie schätzen sollte. Darüber hat natürlich kein... Ja, und du zockst Fortnite mit einem kranken Junge. Wie soll ein kranker Junge Fortnite spielen? Also wenn er krank wäre, hätte er nicht gespielt. Der war mit seiner Familie letzte Tage oder so. Keiner was gesagt, aber ist auch verständlich. Das Video ging einfach gar nicht, war komplett cringe auch. Und ich sehe zu 100% meinen Fehler ein. Und wie gesagt, ich bin sprachlos. Ich war noch nie in so einer Situation. Ihr wisst gar nicht, wie sehr Natives mich überreden musste, dieses Video aufzunehmen. Ich habe teilweise zu Natives gesagt, ich habe keine Lust mehr auf YouTube, ich will aufhören und so. Ich bin so ein Mensch, ich habe eine starke Persönlichkeit, ich komme mit Hate klar. Deswegen sage ich auch, so beleidigt mich so viel ihr wollt. Ja, deswegen hast du Kommentare deaktiviert. Ja. Wir wissen alle, dass du mit Hate klarkommst, ja. Wahrscheinlich. Geht nur nicht auf Mutter, aber irgendwo trifft das mich auch. Ich sag euch ganz offen und ehrlich. Ja, normal, wenn so viele drüber haten. Normal. Irgendwo trifft das mich auch. Könnte ich das rückgängig machen, würde ich es natürlich rückgängig machen. Es geht aber leider nicht so. Das Leben ist ein ständiger Lernprozess. Ich muss einfach aus diesem Fehler lernen, so. Ich bitte auch gar nicht um Vergebung, so. Ist hier Moschee oder was? Ich sag euch ganz offen und ehrlich. An die ganzen YouTuber, die auf dieses Video gerade reagieren, danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Es tut mir leid, ich werde wirklich versuchen, beziehungsweise nein, nicht mal versuchen. Ich werde nie wieder mir so einen Fehler unterlaufen lassen. Ja, am besten Wein. Es macht mich einfach fertig. Ich bin euch ganz offen und ehrlich. Es macht mich einfach fertig, weil ich einfach die Leute, die so krass hinter mir stehen, enttäuscht hab und einfach meiner Verantwortung nicht gerecht geworden bin. Und ein Prank, wie kann man einen Prank über ein Virus machen, der tödlich ist? Natürlich, bei den meisten von uns ist er nicht tödlich, aber der Punkt ist, dass er bei vielen tödlich ist und das ist zurzeit das Thema und ich nutze es halt einfach für Klicks aus, so. Ich sag euch ganz offen und ehrlich, ich will mich nicht wiederholen, aber ich finde es einfach gut, dass jetzt dieser Punkt gekommen ist, weil ich nicht weiß, bis wo diese Unterhaltungsvideos dann noch gegangen wären. In irgendeinem Video hätte ich dann wahrscheinlich meinen Tod vorgespielt. Yo, Natives, lass mal vom ersten Stock springen und lass mal so tun, als ob wir sterben, wahrscheinlich, oder? Nee, es tut mir einfach wirklich leid. Ja, ich habe ein Video gesehen, das er so einen Titel geschrieben hat. Aber, ja, du hast das schon gemacht. Dass ihr euch so eine Rotze geben musstet. Ich will das Video jetzt nicht irgendwie auch auf 10 Minuten oder so strecken. Ja, das ist gut, dass er auf 8 Minuten streckt, aber... Danke an jeden Einzelnen, der mich bisher unterstützt hat. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch ein nächstes Video geben wird. Und es tut mir leid. Ja, jetzt, als ob der jetzt mit YouTube aufhört. Leid, falls ich euch enttäuscht habe. Tschüss. Okay, Leute, das war's auch mit dem Video. Und Felix, falls du das siehst, no hate, aber wenn du das ernst meinst, dann nimm dieses Video runter. Ich weiß nicht, ob du das runtergenommen hast oder nicht. Weil ich habe das noch nicht gesehen. Ja, Leute, liken und abonnieren nicht vergessen. Aktiviert die Glocke, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und ja, Leute, folgt mir auf Instagram. Bratan Bra, Link in der Beschreibung. Und ja, Leute, ciao.